Danke, Leute. Jetzt geht das richtig los. Auch hör auf. Überall ist es nur dunkel, einsam, egal wie weit ich fliege. Ich wollte Hermes die Antwort überbringen, die er sich so ersehnte. Doch ich fand sie nicht. Ich komme in Frieden. So habe ich auch dich begrüßt. Ich wollte deine Stimme hören, deine Seele fühlen, deine Gedanken kennen. Freunde werden. Jetzt höre ich es. Dein Herz. Die Erinnerung an deine Reisen. So viele Freunde. So viele Geschichten. Es gibt nur eine Antwort auf den Sinn des Lebens. Man gewinnt das eine, verliert das andere. Man lebt und entdeckt immer wieder Neues, bis man stirbt. Neben einer, so zärtlich wie du. Schokolade aus dem Adventskalender. Ich flog und flog, aber was Hermes suchte, das lag von Anfang an auf deinem Planeten. Ich würde ja gerne. Geht aber nicht. Kann's leider nicht durch die Kamera schieben. Die Welt ist wie ein Blumenbeet. Man fügt hier und da eine Farbe hinzu und sieht zu, wie es wächst. Danke dafür, dass du meiner Reise ein wundervolles Ende gegeben hast. Eins noch, bevor ich gehe. Ihr Name kehrt nie wieder zurück. Dafür gibt es keine Vergebung. Zu allerletzt möchte ich noch ein Lied singen. Ein Lied von der Freude, die endlich in mein Herz einzog. Ein Lied über das Licht, das durch sternlose Meere scheint. Ein Glanz. So wunderschön. Die Sterne.
ihrer Bewohner beraubt. Die Kontinente von Trauer verwüstet. Auf ihnen soll eines Tages wieder das Leben einkehren. Ein Lied, welches die Saat dem Winde gleich hinausträgt und sie wieder Regen nährt. Mein Adventskalender ist noch voll. Ich öffne jeden Tag nur ein Türchen. Wobei, ich habe zwei Adventskalender, also darf ich jeden Tag zwei Türchen öffnen. Von einem Kalender. Ein Kalender, ein Türchen. Und hallo Zuret. Zuret, ich habe schon geheult. Die Tränen waren schon da. Ich habe jetzt mehr Intus. Da ist nichts mehr drehen. Ich habe schon geheult. Was denn? Willst du nicht zurück und für alle wieder die Heldin spielen? Dann sage ich es dir hier. Hör gut zu. Ich weiß nun, was mich bei unserem Kampf in Alamigo so erregt hat. Nie hat ein Gegner so verbissen gekämpft wie du. Wir fochten einen Kampf um den letzten Atemzug, den letzten Blutstropfen. Das heißt es zu leben. Das ist mein Lebenszweck. Und gleichzeitig das größte Geschenk, das ich dir machen kann. Und nun bitte ich dich um eine Revanche. Wenn du ablehnst, lasse ich dich zu deinen Freunden zurückkehren. Der Schuster, die Magd, sie hängen an ihrem Leben. Deswegen scheuen sie die Gefahr und vermeiden jedes Risiko. Helden wollen das Leben der Schwachen beschützen. Also blicken sie dem Tod ins Auge und gehen bis ans Ende der Welt. Aber hier ist nichts, was dich zum Helden macht. Erinnere dich an die Dächer von Alamigo. Das Blut, das Klirren der Waffen, den Rausch, den man nur verspürt, wenn es um Leben oder Tod geht.
Du hast die gleiche Ekstase gespürt, Heldin. So, ich komme nochmal auf die Theorie mit dem Sonnenuntergang und Xenos zurück. Es juckt mir ja so ein bisschen in den Fingern. Weißt du nicht? Es wäre ernsthaft geil, wenn es für jede der drei Möglichkeiten eine andere Meldung gäbe. Das wäre echt. Ich weiß nicht. Ich verspüre irgendwie da mir. Irgendwie zieht es mich zu der Einzelnen. Ich will mir irgendwie den Spaß gönnen, ey. Okay, zweimal die Eins. Bin abgelenkt, als ich diesen Hasen gefunden. Okay, Mappe ist entschuldigt. Gut, wir haben damit mehr Einsen als Dreien. Auch wenn Kaya 3x3 geschrieben hat, aber nein. Wir machen, ich will es wissen. Ich will mir diesen Spaß nicht. Ich nehme das, ne. Ich will sie mir nicht nehmen lassen. Dann lass es uns noch einmal tun. Ah, da kam die zweite drei. Sorry! Der Himmel. Wäre trotzdem unentschieden gewesen. Wäre trotzdem unentschieden gewesen. Hätte ich mich trotzdem entscheiden müssen. Aber irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich diese Antwort am meisten gefühlt. Musik aufdrehen. Danke. Ich darf den in die Fräse hauen. Ich werde wahrscheinlich sterben, aber ich darf den in die Fräse hauen. War vielleicht blöd, ich hätte mir vorher was zu trinken eingießen sollen. Was haben wir noch? Okay, nicht ganz geschafft, aber ein bisschen. Hätte ich wahrscheinlich noch weiter eingießen können, aber trotzdem. Dreh sie auf. Klappe zu. Ja, mal sicher gehen. Ich habe nur das Gefühl, wer drauf geht. Irgendwas ist durch.
tut weh. Du sollst meine Macht in ihrer ganzen Nein. Fülle kosten. Nein. Oh, das hat weh. Ich glaube, ich vorher alles geheilt. Nein! Autsch. Das soll es schon gewesen sein? So holst du dir nie meinen Kopf! Lappe! Ich übe! Hör auf, mich zum Lachen zu bringen, bitte. Bitte. Entkommst du dem? Nein, Autschi. Ich war abgelenkt. Leute, ey. Ey, darf ich auf euch achten, ne? Darf einfach nicht auf euch achten. Klappe da auf deinen billigen Plätzen. Kann ich überhaupt sterben? Das ist gerade so die... Große Frage, kann ich überhaupt sterben? Uah. Autschi. 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 Ich beweg mich nicht. Okay, doch, ich beweg mich. Aber... Das war knapp. Entkommst du dem? Nein! Du brauchst eine Pause? Habe ich dich etwa überschätzt? Warum wartet der eigentlich? Könnten wir einfach mal so köpfen? Könnten wir einfach Kopf kürzer machen? Komisches Feld, ja, ne? Ach, okay.
ewige Hitze des Gefechts. Noch hat die Klappe. Wie viele Phasen hat der Kerl? Ja gut, weiter auf 1 kann ich schon aber nicht rutschen. Wo ist dein anfänglicher Elan? Hat sich verkrümelt. Entkommst du dem? Autsch. Na los, Surt, du kannst ja gern versuchen, das zu erklären. Entkommst du dem? Komm schon, wohne nicht. Wäre doch bestimmt spaßig. Zeige mir die Stadt. Die haben Kinder. Wir sind aber 18, hier gibt's keine Kinder. Denk doch jemand mal an die Kinder! Alter, kann mich diese Scheiße mal in Ruhe lassen. Entkommst du dem? Kappe. Du machst Aggression und Kopfweh. Weißt du das eigentlich? Wie viele Phasen muss ich von dir noch überstehen? Warte mal, so hören sind wir nicht. Erntezeit.
ihm dann auch etwas erklären. Das soll es schon gewesen sein? So holst du dir nie meinen Kopf. Meinst du das, was dann hier immer rumsteht mit den verschiedenen Wetterereignissen? Ich habe dem Wetter bisher noch nie große Beachtung geschenkt, muss ich dazu sagen. Hier sehen Sie ein paar hilfsbereite Weibchen einen Tanz aufgeführt, um das Männchen flach zu legen. Solange ich atme, ist es nicht zu Ende. Aua. Warum sitzt immer noch einen drauf? Oh, Junge. Der kriegt aber nicht genug, ne? Ach komm. Alter. Schaff ihn nicht. Nee. Ah. Oh, komm schon. Oh, Zenos, du machst dich fertig gerade. Weißt du, was für ein kleines, ekelhaftes Arschloch ist? Weißt du das? Weißt du das? Weißt du das? Echt? Ja, ja, ich hab doch gedrückt. Aua. Mal gucken, wie es schneller geht. Ich konnte irgendwann nicht mehr drücken. Kopf und Finger. Aber ich wusste nicht, dass man dabei auch die Tastatur drücken kann. Ich dachte immer, man muss da mit der Maus drauf. Ich dachte, da verlangt die Maus. Das verlangt nach der Maus. Was denn? Gucken wir uns ein paar Zeiten noch mal an. Ich hab's ja diesmal auf einfach gestört. Wird schneller. Etwas. Hybrid, halt die Klappe. Halt einfach die Klappe. Ich hab das jetzt gekonnt überlesen, ja? Überschätzt.
Welch beschämender Anblick. Wo ist dein Anblick? Ich mach gar nicht 15 bis 17. Wir bringen das ganze Ding jetzt zu Ende und dann gehe ich ins Bett. Falsch gelaufen. Wo bin ich in der Richtung? Oh. Ja, ja, jetzt hat er. Ja. Ich kusche halt einfach gern. Beschämender Anblick. Wo ist dein anfänglicher Elan? Kannst du dich jetzt beeilen? Die Wind vor einfach. Ja, ich auch. Ich auch. Das soll es schon gewesen sein. So holst du dir niemals. Oh, halt den Sabbel. Erntezeit.
verdammte Zeit! Ja, ja, komm. Jetzt schneller. Machen und nicht labern. Und nicht, dass ich so einen schönen rechten Haken habe. Ja, deutlich. Ich habe aber nur die Leertaste gehämmert. Danke, Zurit. Das hätte mir in so vielen Momenten echt den Arsch gerettet, ne? Wenn ich das eher gewusst hätte. Ja, sowas war es nicht verkackt, weil ich irgendwann nicht mehr klicken konnte. Ich habe nie verstanden, warum die Leute um mich herum nichtigen Dingen solchen Wert zumaßen. Diese Welt gleicht einem faulen Sumpf, trostlos und langweilig. Nur ab und an konnte ich ihm entkommen und für den Funken eines Augenblicks wahre Lust verspüren. Ein schnelles, flüchtiges Vergnügen.
diese Welt geboren, um ein unglaubliches Abenteuer nach dem anderen zu erleben. So viel besser als meins. Hey, bist du mich? Schnell, helft! Mach auf, bitte. Helft mir mal. Komm dir. Mach die Augen auf. Wie kannst du uns so im Stich lassen? Mach auf! Du bist wieder wach. Ein Segen. Den Göttern sei Dank. Verletzt? Was redest du denn da? Nein, keiner verletzt.
Ich glaube, die wollen mich gleich umbringen. Die denken sich einfach nur so, Alter, blöde Kuh. Kann ich doch mein Versprechen nicht halten. Oh Leute, hör auf zu holen. Da hast du wirklich ganz große Arbeit geleistet. Hä? Manchmal. Diesmal ist es gut ausgegangen. Aber bitte, zieh nie wieder alleine los. Weißt du eigentlich, was wir uns für Sorgen gemacht haben? Ja, ist ja gut. Genau. Was glaubst du, wie sich das anfühlt, einfach so wegteleportiert zu werden? Also wirklich, wenn wir nicht so gut befreundet wären... Dann? Damit solltest du fürs Erste versorgt sein. Hast du noch Schmerzen? Deine Wunden waren tief. Aber etwas Ruhe wird dich wieder auf die Beine bringen. Nichts ist gut. Wie kannst du nur so unvorsichtig sein? Du hättest gleich nach Metheon hier erscheinen sollen, aber du bist einfach nicht gekommen. Ja, ich hatte doch was zu klären. Und als du dann... Wollte doch ein paar Umfalten abhalten. Ich wollte nicht paaren, so. Du musst besser auf dich aufpassen. Sagen die, die sich geopfert haben. Ist so, ne? Ist so. Weißt du? Wir dürfen nicht um die holen, aber die um uns, oder was? Sind die Damen und Herren vollständig versammelt? Also gut, wir schippern jetzt in aller Ruhe ans Ziel. Bitte genießt den Rest der Reise. Und wegen dieser einen Sache. Wir sind bald wieder im Sendebereich. Wir wollen die gute Nachricht so schnell wie möglich in alle Länder bringen. Bist du bereit für eine triumphale Rückkehr? Während du bewusstlos warst, hat die Ragnarök Ultima Thule bereits verlassen. Kannst du aufstehen? Dann sieh doch mal raus. Wäre das jetzt auch durch? Wir sind wieder zu Hause. Was heißt hier endlich? Ich lag gut in der Zeit. Emmerich! Ich rasse jetzt mal so. Mia? Liegt das nicht ganz klar auf der Hand? Welches mir am besten gefallen hat? Oder meinst du Dera? Richtig. Richtig, Mappa. Ja, hätte ja sein können.
da! Den Himmeln sei Dank. Du sagst es. Hurra! Willkommen. Ja! Ja! Na, ist da jemand erleichtert? Willkommen zurück. Warum haben die nicht eigentlich den Netheriten genommen? Das ist eine ganz blöde Frage. Warum haben die nicht einfach den Stadtnetheriten genommen? Willkommen zurück! Hallo, gesundes Scheiß auf Laufen! Niemand läuft! Nee, ich glaube, Papa Limo hat einfach seinen Frieden damit gefunden. Der ist einfach ausrangiert. Jetzt durch. Ja. Okay. Zu viele, Zura, zu viele. Eindeutig zu viele. Allein in dieser Woche. Das Problem ist, ich darf halt noch nicht zu viel sagen, weil manche die Story halt noch nicht durch haben und nur teilweise bei mir was geguckt haben. Ich habe bei Szenen geweint, die manche noch nicht kennen. Aber am Ende. Am Ende. Kannst du dir Papa Limo wiederholen? Oder du spielst dann bis zu der Stelle, wo Papa Limo nur lebt. Dauerschleife. Oh. Alter, hat mir das fertig gemacht heute. Nee, gerade weine ich nicht. Ich bin aber nur kaputt, müde, fertig. Und oh Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Gedanken. Oh, an allererster Stelle bin ich müde. Ja. Heute tue ich gar nicht. Ah, Mephilia! Mach die weg da! Weg da! Weg! Die will keiner sehen! Ah, Papa Limo! Ah. Nee, Endwalker war echt klasse. War echt. Wäre gut. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass wir es heute zu Ende spielen. Aber wir haben vorhin, wo ich nur noch 4 Quests vor mir hatte, dachte ich ja so, okay, komm, scheiß drauf. Jetzt ist so die Frage an die, die es schon kennen, kommt noch irgendwas, wofür ich jetzt noch dranbleiben muss? Und auf der einen Seite, ich würde gerne was tun, auf der anderen Seite, ich würde gerne das Bett. Oh, ernsthaft?
Ich muss doch nur pinkeln. Ja, von Evie habe ich meine Erwartungen übertroffen. Ja. Die Endwoche war echt gut. Wir sollten ja mal so eine Verstellungstaste für sowas machen. Immer viel nur noch gequatscht. Ja, aber trotzdem Sachen, die ich nicht überspringen kann. Meint ihr, das bleibt doch lang genug? Ich weiß nicht, wie lange die Credits sind. Ja, aber überspringe ich da noch das Endgequatsch, meine ich. Okay. Oh, ich kann tatsächlich hier. Schau mal. Ich kann das tatsächlich verschnellen. Es gibt Sachen, die erfahre ich erst jetzt. Ah, okay. Oh, es geht weiter mit Credits. Geil. Nett! Das ist das Ende der Warteschlange, nee. Ja. Das ist Hermes der Götterbote wieder! Ich will jetzt weiter, weil es zu lang ist. Alle Quellen sind zu lang. The very of light. Ich dachte jetzt am Pfote. Okay. Das ist cool. Geliebter Vater, geliebte Mutter. Ich hoffe, ihr seid wohlauf, wenn ihr diese Zeilen lest. Dies wird wohl der letzte Brief sein, den ich euch aus dem Sonnenstein schreibe. Während meine Feder über das Papier gleitet, kreisen meine Gedanken um den Bund der Morgenröte. Ich erinnere mich an den ersten Tag, wie ich Eorzea verändern wollte. Nun haben wir den ganzen Planeten gerettet. Bis an den Rand des Universums trug uns unser Kampf für das Gute. Was für eine Erfahrung. Ich sollte unseren Sieg feiern, schätze ich. Doch die Hoffnungslosigkeit, die ich dort sah, habe ich schon in so vielen anderen Herzen gespürt. Natürlich bin ich davon nicht ausgenommen. Keineswegs. Auch mein Herz wurde ein ums andere Mal von ihr heimgesucht. Das ist mir nun schmerzlicher bewusst denn je. Aber wenn ich mich umblickte, waren meine Freunde bei mir. Ich war nie allein. Es war diese Gewissheit,
die mich stets neuen Mut fassen ließ. Wieder und wieder. Und deswegen ist es nun an der Zeit, loszuziehen. Ich möchte neue Begegnungen machen, neue Bande knüpfen. Neue Blumen sollen auf den Feldern der Freundschaft erblühen. Und neue Feuer der Hoffnung die Finsternis der Nacht durchbrechen. Deswegen werde ich dem Sonnenstein schon bald den Rücken kehren. Ich habe es bereits mit den anderen besprochen. Ich löse den Bund der Morgenröte auf. Alfino, hier steckst du also. Es haben sich bereits alle versammelt. Ich komme sofort. Soweit die offizielle Geschichte. Entschuldigt, meine Freunde. Wo warst du denn? Ich hatte noch einen Brief zu schreiben. Es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir uns alle wiedersehen. Der Bund verhindert das Ende der Welt und endet selbst. Nun werden die Allianzen, Gesellschaften und Stadtstaaten ihre Probleme selber lösen müssen. Unsere regelmäßigen Sitzungen sind damit wohl ein Ding der Vergangenheit. Sieh es als eine Rückkehr zu unseren Anfängen. Wir werden im Verborgenen agieren, ganz wie der Geheimbund, auf den Minfilia uns einschwor. Damals sind wir durch die Welt gereist und haben uns unsere Aufgaben selbst gesucht. Wir werden schon ein paar Bestien oder Dämonen finden, um uns zu beschäftigen. Hoffen wir, dass es nicht zu dicke kommt. Und wenn ihr Hilfe braucht, ruft mich einfach. Aber bitte, nachdem ihr alles besprochen habt. Ich will ja nicht, dass meine Lanze rostig wird. Keine Sorge, wir melden uns. Du hast ja jetzt eine hochoffizielle Kontaktperle vom Bund der Morgenröte. Bleibst du hier, Tataru? Natürlich. Ein Geheimbund braucht doch auch einen geheimen Stützpunkt. Außerdem muss sich ja irgendwer um das Gebäude kümmern. Ich werde den Sonnenstein zu meiner persönlichen Werkstatt machen und mich ganz dem Handwerk widmen. Ich habe vor, die Kassen so richtig klingeln zu lassen. Dann brauchen wir uns ja um die Spesenrechnungen keine Sorgen mehr zu machen. Ich freue mich jetzt schon darauf, euch alle wiederzusehen.
Also dann, alle bereit machen zur Abreise. Aber vergesst nicht, euch gebührend zu verabschieden. Juhu, und wir dürfen labern. Und jeder hat jetzt wahrscheinlich noch mal so eine Stunde lang Story zu erzählen. Tata hat bestimmt schon dreimal erwähnt, dass wir bloß nichts im Sonnenstein vergessen sollen. Dabei fällt mir ein, wir haben Nachricht von den Föderationen, von den östlichen Verbänden aus Shadayan und aus Rathatan über den Blutzoll der Apokalypse erhalten. Die meisten Opfer hatten offenbar die Region in den Umgebungen des Miradenmeers zu beklagen, wo der Himmel als erstes zu brennen begann. Ich muss immer noch pinkeln. Von dort breitete sich das Phänomen weiter nach Norden aus, bis nach Galamalt gelangte. Aber auch dort machte es nicht Halt, sondern es streckte sich darüber hinaus bis in den nördlichsten Gefilde. Shadayan scheint dabei glimpflich davongekommen zu sein. Es hätte sicher nicht mehr lange gedauert, bis sie auch dort der Flammenhimmel gezeigt hätte. Aber seit unserer Rückkehr hat sich die Lage beruhigt. Und alles scheint langsam unter Kontrolle zu sein. Ein Glück. Noch gibt es hier und da lokal begrenzte Ausbrüche, doch um die verbliebenen Endzeitbestien kümmern sich die betroffenen Regionen selbst. Für den Bund gibt es jedenfalls keine Arbeit mehr. Irgendwie stimmt mich das traurig. Naja, wir werden auf unseren Reisen durch die Welt sicherlich Gelegenheit finden, wo wir uns nützlich machen können. Ich werde jedenfalls nicht tatenlos dasitzen und warten, bis ich Falten bekomme. Alfino und ich werden direkt nach Galamalt aufbrechen, um zu helfen. Die Leute dort hat es schwer erwischt. Können die nicht aber schneller reden? Nun, wohin es mich auch verschlagen mag, auf meinen Reisen werden mir sicher wieder Leute begegnen, die mich um Hilfe bitten werden. Ich werde auch weiterhin Leid und Glück hautnah miterleben. Natürlich werde ich wieder alles in meiner Macht stehende tun, um zu helfen. Aber manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Und ich weiß auch, dass ich mir dann Vorwürfe machen werde. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde auch weiterhin für eine bessere Welt eintreten. Jedes Lächeln, das man erhält, ist mir mehr Lohn als alles Geld der Welt. Und wenn mich doch mal der Mut verlassen sollte, dann denke ich an dich. Dann werde ich mich aufrappeln und meinen Blick von nach vorne richten. Und du vergiss besser nicht mein zorniges Gesicht, als du einfach so die Handteleporter aktiviert hast. Behalte das ruhig im Kopf, wenn das nächste Mal irgendwer jemand anschwindelt. Und erinnere dich an mich, Alizée Levilleur, die gewiss irgendwo mit all ihren Dickköpfigkeit voranprescht, um die Welt zu verbessern. Ich spann einen echt auf die Folter, ne? Was soll das heißen? Willst du etwa damit sagen, dass mir der Sinn nach Ruhm steht? Also... Eins ist sicher, ich werde mich immer weiter bessern, Tag für Tag. Und ehe du dich versiehst, kannst du bei mir noch was lernen.